aus der Dominikanischen Republik. Es ist ungefähr der 5. Tag und falls ihr euch fragt, wieso ich mich bisher noch nicht gemeldet habe, es lag nicht daran, dass ich einen Mega-Sonnenbrand hatte. Doch, es lag daran. Aber wir waren bisher eh nur in der Hotelanlage, die aber mega cool ist. Ich werde euch da jetzt wahrscheinlich so ein bisschen was einblenden. An sich, die Anlage ist mega, mega schön, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Vielleicht setze ich den Link in die Infobox zum Hotel. Jetzt gehen wir auf so einen Ausflug auf die Insel Suana und das ist so Karibik-Feeling und so. Und da will ich euch jetzt mal mitnehmen, weil jetzt passiert dann auf jeden Fall was und ich bin schon sehr gespannt. Viel Spaß! Es regnet gerade. Aber wir haben jetzt einen glücklichen Tag hinter uns. Aber es ist sehr, sehr schön. Entschuldigung für die Nacktheit. Ich bin gerade extra schon unter Wasser, damit man mich nicht so sieht. Ich habe hier gerade meine Pina Colada in der Hand. Und wir sind hier gerade an der Insel Suama. Das Wasser ist ungefähr türkis. Es ist so Wahnsinn. Und hier wurde übrigens auch Fluch der Karibik gedreht. Ich glaube, der dritte Teil oder so. Da hinten sprang irgendwo Johnny Depp rum. Es ist mega cool, mit dem Speedboot zu fahren. Ich habe euch ja so ein bisschen so Aufnahmen eingeblendet. Und wir werden jetzt hier so ein bisschen tauchen noch. Vielleicht sehen wir ja den einen oder anderen Fisch dann. Das ist Wahnsinn. Das Wetter könnte noch ein bisschen schöner sein, aber es ist voll warm. Und wir machen jetzt Fotos und trinken unseren Pina Colada. Jetzt sind wir gerade in so einem Fischerdorf. Voll krass, hier auf der ganzen Insel leben 350 Leute. Es hat mit 50 angefangen und da sind wir jetzt ein bisschen so durch die Straßen gelaufen. Hier sind Palmen. Wir haben gerade nämlich echte Kokosnüsse also gegessen. Die, hier oben sieht man die. Ich weiß nicht, ob man die sieht, aber die sind mega krass. Und es schmeckt ganz anders wie in Deutschland. Hier sind auch Hunde und halt die ganzen Menschen, die hier leben. Das ist echt krass. Und die dürfen auch zwar weg, aber niemand darf hier wohnen, so an sich, auf dieser Insel. Das ist voll übel. Niemand darf hier, außer er ist hier geboren oder so. So, wir haben jetzt gerade noch was gegessen und jetzt geht es dann weiter Richtung wieder zurück. Aber es ist Wahnsinn. Also hier hinter mir. Es ist halt einfach wie im Paradies. Hier hinter mir ist es alles voller Palmen. Ich habe eine Justin Bieber-Frisur. Es war mega cool. Es war voll der spannende Ausflug und so. Es war krass, mal sowas gesehen zu haben. Ich habe mir auch noch so ein Kokosöl mitgenommen. Ja, jetzt geht's auf jeden Fall weiter. Willkommen zum zweiten Ausflug. Wir haben jetzt gerade mit dem Bus so eine eineinhalbstündige Fahrt hinter uns. Und jetzt geht's weiter auf den Katamaran, der hier gerade kommt. Die Busfahrt war krass. Ich werde euch ein bisschen was einblenden, die ganzen Straßen und alles. Und es sind überall so Hunde und das ist Wahnsinn, wie die Leute wohnen. Genau, und jetzt geht's weiter mit dem Katamaran. Wir gehen auf die Insel Samana, glaube ich. Jetzt geht's weiter zum Wasserfall mit diesen Pferden. Ich bin ja gespannt, wie wir uns da anstellen. Ich reite gerade auf diese. Wie witzig ist das? Schau mal den sexy Hut an. Und da reiten wir jetzt zum Wasserfall. Und es ist voll matschig hier. Oh, es ist ganz schön wackelig.
Wir sind gerade noch mit dem Schnellboot auf die wunderschöne Bacardi-Insel gefahren. Gebt euch mal diesen Ausblick. Und das Riff hier vor der Küste ist einfach mega krass, deswegen schaut mal, was wir hier alles entdeckt haben. Und schwupps bin ich wieder in Deutschland. Ich hoffe, euch hat mein Urlaubsvlog gefallen. Wenn ja, dann gebt doch einen Daumen nach oben und ich würde mich auch mega über einen Kommentar freuen. Es war wirklich ein Urlaub, den ich echt gebraucht habe. Ich habe es so genossen. Ich habe auch vor, einen Blog-Eintrag noch dazu zu schreiben. Der müsste aber schon online sein. Der ist auch unten in der Infobox verlinkt, also schaut da vorbei. Und sonst sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Danke, dass ihr alle noch da seid. Ja, haut rein und bis dann. Ciao.